Heute. Stell dir vor, du hast 2 Stunden Zeit, um deine Sachen zu packen und direkt zum Flughafen zu fahren, um für 2 Wochen 7139 Kilometer weit entfernt von deinem Zuhause zu sein. Das ist auch schon wirklich ein bisschen übertrieben, ne? Genau das wird heute meinem Freund passieren. Das ist Adrian. Und er hat keinen blassen Schimmer davon, dass er schon in weniger als 20 Stunden auf der anderen Seite der Erde sein wird. Denn er ist heute Kandidat bei Wie spontan bist du? Das Format, in dem getestet wird, wie spontan man wirklich ist. Aber stopp! Damit das wirklich passiert, wird Adrian natürlich noch eine chillige Challenge bewältigen müssen. Immer Spaß, ne? Die eigentlich gar nicht so chillig ist. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ich suche Freiwillige, die jemanden mit mir gemeinsam wie spontan bist duisieren möchten. Und jetzt zurück zur Frage der Fragen. Wie spontan bist du? Peace, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. I've been waiting for this moment for all my life. Oh yeah. Ich bin so aufgeregt. Ich bin zurück aus der Winter-, Sommer-, Frühlings- und Herbstpause, ja? Wie spontan bist du? Mein Baby, mein Format. Dubstep-Remix. Es ist so lang her, dass die letzte Folge Wie spontan bist du erschienen ist. Ihr hört aber nicht auf, mir zu schreiben, ey Kim, wann wird mal wieder jemand getestet, wie spontan er ist? Ihr habt es euch gewünscht und jetzt ist gerade der richtige Zeitpunkt, wo ich mir denke, okay, ey, let's go, let's do it. Das wird wirklich das krasseste, geilste, spannendste Wie spontan bist du ever. Es hat sogar einen Twist. Es ist nicht nur Wie spontan bist du, sondern auch Wie spontan bist du. Warum das so ist, kommt alles noch im Video, Leute. Schnallt euch jetzt erstmal an. Nehmt euch irgendwas Geiles. Ein Kuschelkissen oder sonst irgendwas. Egal, wo ihr gerade chillt, ne, macht es euch bequem. Das wird jetzt sehr, sehr nervenaufreibend. Erstmal kurze Erklärung. Bei diesem Format hier überrasche ich Menschen und nicht mit einer Pralinen-Milka-Packung oder so. Nee, das ist schon was Krasses. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Folgen. Ich bin mit meiner Mom nach Spanien. Dafür habe ich ein Fake-RTL-Interview-Team organisiert. Ich bin mit Anna in einer pinken Stretch-Limousine durch Berlin gefahren zu einer Poolparty. Ich war mit Julia in Paris und jetzt verlassen wir aber Europa. Wir verlassen die Comfortzone. Ich kann es nicht glauben. Okay, das wird heftig. Also bisher waren immer alle spontan genug, um diesen ganzen Schritt mitzumachen. Ich meine, was würdest du sagen, wenn ich dich jetzt fragen würde, ey, wie spontan bist du? Pack deinen Koffer, du hast 1 Stunde Zeit, dann geh zum Flughafen. Also ich wäre ja sofort dabei. Egal was, ich wäre dabei. Aber das ist ja nicht so easy. Man sagt ja nicht umsonst, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und die Arbeit wird eine Aufgabe sein. Ja, und diese Aufgabe, die hat es auf jeden Fall in sich. Mehrere tausend Scoville. Sagen wir so, dadurch wird das Format so ein bisschen spicier. Unser Kandidat ist heute endlich, ihr wisst nicht, wie lange ich darauf gewartet habe, mein Freund Adrian. Das war richtig süß. Ich meine es ernst, komm mit dem Herzen aus. Aber nein, Mann, ey. Ja, ihr wisst nicht, wie lange ich darauf gewartet habe. Ich bin wie diese kleine Fliege, die so einen Plan aushackt. Er hat gar keine Ahnung von nichts. Nada. Und ich weiß nicht, ob er es lustig finden wird. Ich weiß nicht, ob er komplett überfordert sein wird. Ich weiß nicht. Wir lassen das einfach alles auf uns zukommen. Adrian ist ein spontaner Mensch, aber nicht der spontanste. Eigentlich, also, wenn ich hier oben bin, dann ist er hier. Ihr seht es ja nicht. Also, ja, wir sind da schon unterschiedlich. Ich nehme ihn eigentlich auch komplett auseinander. Also, bei den anderen war es ja immer so, okay, mit meiner Mutter war ich 1 Woche weg, mit Anna nur 3 Tage. Julia, glaube ich, auch so 4 Tage. Aber diesmal werden es 2 Wochen sein. Boah. Ja, muss ich auch lohnen. Wir fahren nämlich nicht einfach nach Bad Fallingbostel und auch nicht nach Koblenz oder Castrop-Rauxel. Nein, es geht auf die andere Seite der Weltkugel. Und zwar fliegen wir nochmal nach Thailand. Freunde, mein Herz, ich habe es da verloren und ich muss es wiederfinden. Weil sonst kann ich hier ja nicht richtig leben. Also, city stole my heart. Nee, for real, Freunde, ich war so ausgelassen. Ich war so happy da. Und die nächste Zeit und überhaupt das Jahr wird, glaube ich, so unnormal anstrengend und so zeitintensiv, dass ich dachte, ey, lass uns nochmal so ein bisschen relaxen, nochmal so ein bisschen runterkommen, weil danach geht es ja auch so sofort los mit unserem Einzug, mit der Wohnung. Da müssen wir sehr viel noch machen. Wir haben auch richtig Bock drauf, aber so ein bisschen Energie nochmal tanken und Sonne. Ich glaube einfach, ihm würde das auch nochmal voll gut tun. Und ja, ich bin auf jeden Fall absolut hyped. Ich habe so Bock. Ah! Ich fühle mich wegen einer Sache noch schlecht. In den nächsten 2 Wochen sollte eigentlich sein Hagelkorn ausoperiert werden. Er hat das sogar auch schon immer in den letzten Videos gesagt, dass ihn dieses Hagelkorn unnormal stört. Also ne, dieses an dem Auge. Und er hat das jetzt irgendwie seit einem Jahr oder so. Und es geht einfach nicht weg. Und er hatte jetzt eigentlich auch schon die Termine, aber die musste ich halt, absagen, weil die halt natürlich jetzt genau in dem Reisezeitraum liegen. Ich musste extra in die Praxis gehen, weil die einfach nicht ans Telefon gegangen sind. Guten Tag, hier ist das Vincentinum, lange Linienwahl. Sie rufen leider außerhalb unserer Speckzeit. Das stimmt doch gar nicht. Freunde, es ist der größte Film. Also das größte Problem ist einfach gerade, dass ich diese Augenarzttermine von Agni nicht abgesagt bekomme, beziehungsweise verschoben bekomme. Und ich weiß halt nicht, wie das ist, ob er denn so Strafen bezahlen muss oder so. Aber ich habe einen Scheiße. Ab 15 Uhr kann man anrufen. Sie rufen leider außerhalb unserer Speckzeit. Das ist eine Lüge, ihr kennt. Ich habe es jetzt ungelogen 20 Mal insgesamt probiert, da anzurufen und es funktioniert einfach nicht. Obwohl die geöffnet haben, deswegen gehe ich da jetzt gerade hin. Es regnet, aber das ist perfekt, weil man muss ja auch zu schätzen wissen, ne, dass man bald richtig geile Sonne hat. Ich würde gerne einen Termin für meinen Freund verschieben. Da sollte so ein Hagelkorn entfernt werden, nächste Woche Mittwoch. Aber er ist jetzt erst ab dem 15.04. wieder da.
Ihr habt da wirklich 20 Mal angerufen an 5 verschiedenen Tagen. Ging nicht. Aber jetzt sind sie ja abgesagt und jetzt kann es auch eigentlich schon fast losgehen. Also Flüge sind gebucht. Das Gute ist, für Thailand braucht man kein Visum. Mein Koffer ist schon gepackt. Aber die ist halt noch nicht. 1 Tag und 6 Stunden bis zur Abreise jetzt gerade. Und ich habe morgen Geburtstag und dieser ganze Tag ist eigentlich schon komplett durchgeplant. Also wir machen ein Frühstück zusammen. Dann haben wir so hier Kaffee und Kuchen. Er hilft mir mit den Vorbereitungen. Dann gehen wir mit meinem Vater essen. Und dann wird es wahrscheinlich auch schon 23 Uhr sein. Und um 2 Uhr nachts geht es halt einfach schon los. Wir müssen aus Hildesheim mit dem Zug nach Frankfurt fahren. Die ganze Nacht durch, kommen um 7 Uhr morgens in Frankfurt an und fliegen dann um 10 Uhr los. Also er wird so effektiv 1 bis 2 Stunden Zeit haben, um alles zu packen, um sich irgendwie darauf vorzubereiten. Es wird auf jeden Fall witzig und vor allem, er bekommt dann halt auch morgen früh erst Bescheid. Da beginnt dann richtig die Action. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen vorbereitet. Ich kann es euch jetzt schon mal sagen, ich werde morgen als Chili verkleidet an Adrians Haustür klingeln und sagen, ey, wie spontan isst du? Und dann muss er die schärfste Currywurst der ganzen Welt essen und dann erst, ja okay. Freunde, es wird spannend. Ich esse jetzt erstmal was, dann gehe ich schlafen, bereite mich auf meinen großen Auftritt vor und dann heißt es, wie spontan isst du? Okay, jetzt. Bin wieder da. Wäre jetzt eigentlich auch gleich so weit, rüberzukommen. Sehr gut. Nimmst du die Thermoskanne direkt mit? Aldi dachte natürlich, dass wir gerade meine Geburtstagssachen planen und er gleich vorbeikommt und wir alle Sachen vorbereiten. Aber er hat natürlich mit einer Sache nicht gerechnet. Okay, dann kommst du erstmal her, dann machen wir den Waffelteig und so. Okay, dann bis gleich. Wann bist du ungefähr da? Ich zieh mir jetzt eine Jacke an und geh los. Guten Morgen, Freunde. It's my birthday. Ich habe mich gerade richtig ready gemacht. Aldi hat mir heute Morgen schon Frühstück gemacht. Er ist jetzt aber nochmal weggegangen, weil er sich fresh machen wollte, sich duschen wollte und so. Weil er hat seine Sachen halt nicht alle hier. Wir wohnen ja noch nicht zusammen, aber das wird sich bald ändern. Jetzt ist auf jeden Fall der Punkt. Er denkt, wir werden gleich Waffelteig machen und so. Aber jetzt beginnt es, Leute. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. Ich muss mich erstmal kurz in Schale schmeißen. Wenn ihr aktive Zuschauer dieses Kanals seid und mich aktiv verfolgt, dann wisst ihr vielleicht noch, dass Adrian einmal einen Tag lang in Thailand mein Essen bestimmt hat und alles für mich bestellt hat und ich nicht selber entscheiden durfte. Da gab es einen Moment, da dachte ich, das wäre eine grüne Bohne, die ich esse. Es war aber eine Chilischote. Und das war der Moment, wo ich mein Leben an mir vorbeiziehen sehen habe und wirklich nicht mehr richtig atmen konnte. Nee, das ist ein Chili! Oh Mann! Mein Mund brennt so sehr! Oh mein Gott, kleben nicht rein! Ich kann das nicht. Ich mach das aus. Und das ist der Full-Circle-Moment. Wenn Adi jetzt gleich hereinkommt, werde ich hier als Chilischote stehen und ihn fragen, wie spontan isst du? Dann werden wir straight unseren Weg zu diesem Currywurstladen machen und er muss den Notruf essen. Also wirklich, die heißt wirklich so. Auf jeden Fall gehen wir dann hier wieder zu meiner Birthday-Location. Look at this. Ich habe einfach 100 Ballons mit meiner Lunge aufgepustet und dann wird er beschenkt. Und zwar bekommt ihr dieses geheimnisvolle Geschenk dort und da befindet sich dann etwas drin, wo er wahrscheinlich erstmal denken wird, was soll die Scheiße, Alter? Dafür habe ich das jetzt gemacht. Aber wenn er ganz genau hinschaut, ja, dann wird alles Sinn machen. Okay, Freunde, wir warten jetzt darauf, dass er kommt und klingelt. Und dann geht's los, Alter. Wir fliegen einfach in weniger als 20 Stunden schon los. Das ist wirklich der coolste Geburtstag ever, Mann. Das Ding ist ja, er hat einen Hausschlüssel. Ich muss jetzt richtig aufpassen und auf die Geräuschkulisse hören da im Treppenhaus. Genau den Moment abzuwarten, bis er kommt. Ich glaube, er kommt. Okay, ich glaube, er kommt. Falscher Alarm. Okay, er kommt doch noch nicht. Okay, wir warten. Ich setze mich einfach da hin. Okay, ich bin voll aufgeregt. Ich habe uns gerade sogar in die Flüge eingecheckt und richtig filmen. Ich habe meinen Koffer schon gepackt und ich musste den einfach zumachen und der wiegt, glaube ich, 30 Kilo oder so. Ich musste den auf meinen Schrank tun, damit ihm das nicht auffällt, dass ich irgendwie meinen Koffer schon gepackt habe oder so. Dann warten wir mal, ne? Ich bin so aufgeregt. Ey, was wird er sagen? Er wird doch gar nicht klarkommen. Wenn ich jetzt so überlege, wenn das jemand mit mir machen würde, ich wäre komplett perplex. Und das ist auch schon wirklich ein bisschen übertrieben. Einfach dann 2 Wochen weg sein. Noch weiß er ja auch gar nicht, was passiert. Erstmal musste diese Currywurst runterbekommen. Geflügel. Chillig. Chillig. Ja. Okay, ist da. Hallo? Ein scharfes Outfit. Ist das ein Chili? Ja, komm mal her. Was muss ich jetzt machen? Ah, geil. Was? 25. Adrian, ich habe eine Frage an dich. Was denn? Wie spontan isst du? Ich esse schon spontan. Warum? Okay, ja, dann würde ich sagen, komm einfach mal mit und folge mir. Okay. Bist du bereit für ein Abenteuer? Ja. Was hast du vor, Mann? Ihr wisst bestimmt schon Bescheid, ne? Ja, normal wissen wir Bescheid. Ja, was gibt es da? Was ist das für ein Ausgeträger? Also, okay, was geht ab? Okay, komm einfach mit. Brauchst du gar nicht fragen, die Fragen werden sich erübrigen. Ja, okay, komm, ich mach einfach los. Ja? Ja, let's go. Okay. Limbo. I wanna get stuck. Limbo. Ich zieh kurz noch Socken an und dann können wir los. Ich hab's in deinem Tonfall gemerkt, ne? Was? Dass du irgendwas, auf irgendwas gewartet hast. In meinem Telefonat? Nein, hier. Echt? Als du da saß, also als ich gerade am, ich war am Schreiben bei eBay Kleinanzeigen wegen dem Sofa, da wollte jemand vorbeikommen heute mit dem Sofa, da meinte ich, aber heute ist ein bisschen schlecht, wie sieht's morgen aus? Okay. Ja. Mach für morgen, gerne. Findest du, ich sie
scharf aus? Ey, ich bin verwirrt. Sag mal bitte, was abgeht. Okay, komm einfach mit. Wir gehen jetzt einfach los. Ist es warm draußen? Die Sonne scheint. Es ist jetzt nicht so warm, aber... Ja, dann kann ich ja in... Ich wollte gerade sagen, ey, zu deinem Geburtstagskasten fängt der Frühling an. Ja! Es regnet. Du, so die Sonne scheint. Ich schwör's dir, ne? Ich war eben gerade auf Right Side of Life. Ja, jetzt wird alles ein bisschen stürmischer. Ih, jetzt regnet es. Ich habe mich gerade ready gemacht. Das geht gar nicht. Oh nein, ich brauche einen Regenschirm. Kannst du irgendwas sagen? Keiner. Was wir jetzt machen? Du hast schon relativ richtig erraten, dass du was Scharfes essen musst. Gar nicht so falsch. Okay, ich zieh durch, aber ne, nicht richtig so. Ich würde sagen, wir essen, bis der Arzt kommt. Das war ein kleiner Hinweis. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ob mein Bauch das mitmacht. Der ist gerade richtig auf Ruhemodus. Hauptsache, die ganzen Schmetterlinge sterben also, nicht da drin. Ah! Warum regnet es denn jetzt so? Sag mal jetzt, Mann, was ist das für ein Video, was? Komm jetzt einfach mit. Gehen wir ins Kochlöffel. Willst du zu Kochlöffel? Weiß Chicken essen. Nein, gehen wir nicht. Wir gehen hier lang. Also geht's in die Arnecken-Galerie? Vielleicht geht's in die Arnecken-Galerie. Okay, da geht's bestimmt in die unteren Etagen. Immergrün, da hast du gearbeitet mal. Könntest du dahin gehen? Nein, jetzt mit Chili zu tun. Ist irgendwas, wo man scharf essen kann da? Mein Geburtstag? Das wird ein Tag voller Überraschungen. Nicht nur für mich. Okay, was mit... Also, das ist auf jeden Fall jetzt schon eine Überraschung. Falls du das meinst mit dem Outfit. Mann, keine Ahnung. Lass bitte einfach... Ich will wissen, was abgeht. Ein Step nach dem anderen. Folgen Sie mir hier runter. Curry. Digga, wir gehen hier bei Curry Burger und Co., ne? Ja. Und stopp. Moin. Wir haben, wie geht's? Wie steht's? Gut. Schön, schön. Was sollst du darstellen? Eine Chilischote? Ich bin eine Chilischote, tatsächlich. Und das hat einen Grund. Ja. Denn dieser Herr möchte gerne einmal die 110 essen. Ehrlich? Ja. Was ist das? Das ist unsere schärfste Soße und ich liebe die 9, aber die hier, das ist nur Schmerz. Ehrlich? Das ist nur Schmerz. Aber kein Geschmack, Schmerz. Kommt man drauf klar so oder braucht man dann Schmerzmittel? Also daran wird es nicht scheitern, aber echt? Ja. Ah, shit, ja. Let's go, ne? Ja, okay. Wie fühlst du dich? Warum machst du das? Ich werde gezwungen. Boah, diese Mitarbeiter sind alle richtig so. Das geht gar nicht. Das ist viel zu scharf. Das ist gar nicht machbar. Mann, ich weiß, was abgeht. Was geht ab? Das ist die Rache dafür, als ich in Thailand dein Essen ausgesucht habe. Ja. Diese. Hey, da stand aber auf dieser Speisekarte, stand drauf. Diese Speisen sind gewöhnlicherweise sehr, sehr scharf. Wir passen die aber an, dass sie mild sind. Auch wenn die eigentlich scharf sind. Ich kann doch nichts dafür, wenn die deine ganze Chili reinschneiden, Mann. Und du die auch noch reinbeißt, weil du denkst, das ist eine Bohne. Wir waren wirklich kurz davor, den Notruf zu rufen. Und dann habe ich gesehen, hier gibt es einfach eine Currywurst, die heißt Notruf. Und dann war ich so, ey, das ist perfekt. Und die fragen die ganze Zeit, ey, du willst das jetzt essen? Ey, wirklich? Er meinte, das sind nur Schmerzen, ne? Mach dich schon mal bereit. Ich hole mir schon mal Taschentücher oder so. Meine Nase wird bestimmt laufen. Wohin aber? Ich will noch einen Joghurt nehmen. Ich hoffe, das klingelt nicht. Ich hoffe, das kaputt. Ich nehme die Batterien jetzt raus. Aber du bist eigentlich schon so. Warum? Also ich probiere es jetzt einfach, ne? Weil ich glaube, da ist irgendein höherer Sinn hinter. Deswegen mache ich das einfach. Ich finde es gut, dass du überhaupt nicht fragst. Und überhaupt aber ich frage doch, aber du antwortest nicht. Damit finde ich mich ab. Manchmal muss man einfach go with the flow oder go with the crow, weil go du dich übergeben musst. Go with the Krankenhaus heute. Aha. Er guckt schon so scheiße. Boah, du hast ja auch gar nicht gespart mit der Soße, ne? Nein, ich hab nicht gespart. Alter. Guck mal, ein Schupperchen. Ja, hast du Besteck da? Auch mal die Regeln. Was für Regeln? Nein, du darfst die Soße nicht wegschieben. Du schneidest jetzt aus der Mitte heraus. Hier ein Stück ab und so. Einmal eindippen. Ja, genau so. Hier. So, richtig schön eingebaut. Oh mein Gott, nein, das tut in der Nase weh. Ehrlich? Ich schwöre bei Gott, das tut richtig in der Nase weh. Das ist krass. Das ist einfach richtig ätzend in der Nase, ne? Ey. Ich will nicht mal. Okay, Bibi. Ey, das kann ich nicht essen. Ey, jetzt habe ich ein bisschen Angst um dich. Ey, ich kann das nicht essen, Bibi. Das hat mich gerade richtig wach gemacht. Das ging bis in mein Gehirn hinten rein. Das sind diese eine Erinnerung, wo ich das als Kind mal hingefallen bin. Ich kann dir jetzt ja schon mal sagen, das wird nicht einfach umsonst sein. Ey, Bibi, mach keinen Scheiß, Digga. Ich muss das doch jetzt nicht abbeißen. Du musst das ganz. Du musst diese komplette Stück auf. Oh mein Gott. Lass los. Ey, mach Spaß, ne? Alles gut. Ey, das ist so sad. Mach Spaß, ne? Alles gut. Ey, wie schon. Ey. Ich krieg nur noch. Ist alles ich krieg mal Schluck auf, wenn etwas scharf ist. Boah. So, das neutralisiert auch etwas. Ey, danke dir. Ich spüre irgendwie so eine gewisse Panik. Irgendwie. Boah. Alter. Puh. Geht's dir gut? Ich muss kurz klarkommen. Alter, wer isst so ein ganzes Ding? Ey, meine Zunge brennt richtig doll, ne? Also du hältst es stabil auf. Ey, das ist hart. Denkst du, ich sollte mal ein bisschen probieren? Ich bin auseinandergenommen. Ey, ich schwöre bei Gott, das brennt so, ne? Hä, lässt es aber langsam nach? Was für nach, Digga, mein ganzer Körper ist... Und hilft Mayo? Frau Mayo hat richtig gut getan. Also, ich bin Jumbo Schreiner, weil Galileo so scharfe Sachen probiert hat und die dann mit so Rockmusik und so scharfen Feuer und so das so untermalt haben. So fühle ich mich gerade. Also kommen wir langsam klar, vom Kopf her. Mein Körper hat, glaube ich, realisiert, dass keine Gefahr besteht. Aber das brennt so abnormal, ne? Fühl mich, als hätte ich meinen Mund mit heißem Wasser verbrannt. Ich habe eine Blase, glaube ich, auf meiner Zunge bekommen. Okay, ich probier jetzt, ja? Oh mein Gott, allein diese Stücke schon. Oh ja, mein Schaf. Meine ganze Zunge ist betäubt.
Alter Schwede, das ist so unnormal. Ja, ich bin nur nicht mal in der Luft. Du hast das. Oh mein Gott. Wie hast du das gemacht? Bist du krank? Also. Ich schwöre, das zieht meine ganze Zunge rein. Du bist hart im Leben, Alter. Also du hast es verdient, das, was jetzt auf dich zukommt. Was auf mich zukommt? Das ist doch nicht umsonst gemacht, Bibi. Was geht ab? Was hab ich gewonnen? Du hast was gewonnen. Wann hab ich was gewonnen? Mein Geburtstag ist auch dein Geburtstag. Also jetzt, wo Adrian gehört hat, dass es auch noch ein Geschenk gibt, hat er noch mal komplett zerfetzt. Mir ist richtig warm, ne? Also schmeckt, wenn man die Soße so zur Seite schiebt, ist immer noch scharf. Aber so, das ist schon so das Maximum an scharf. Dass du das irgendwo erträgliches nimmst, das ist eigentlich das. Was für ein Geschenk. Komm mit. You did it. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja, hast du gewonnen. Komm mal her, du kannst dich jetzt hier. Hast du gewonnen? Das ist quasi 2 in 1. Was eröffnest du eigentlich? Man denkt, sie hat Waffle It Up eröffnet jetzt. Ich eröffne hier eine neue Folge. Wie spontan bist du? Spontan, ja. Ja, das finden wir jetzt mal heraus. Das ist ein Geschenk für dich. Oh, geil. Für mich? Ja, normal. Laber nicht. Warum ist es so halb eingepackt worden? Oh Mann, ich hatte nicht mehr genug. Nur so da, wo man es sieht. Okay, da sind safe Socken drin. Lass alles raus, lass die ganzen Aggressionen raus, Bibi. Was denkst du, ist es? Wenn du jetzt richtig nachdenken würdest, würdest du vielleicht sogar drauf kommen. Ich bin Pullover gekauft, das ist irgendeine Modenschau. Was ist das denn? Kannst du dich erinnern, das ist unser Familienmitglied. Er ist aus Hamburg. Ja. Ablacher. Ja. Okay. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Also erstmal herzlich willkommen. Wie nennen wir den? Oh, der sieht so süß Paco. Aus. Paco. Paco? Nee, Alpaka. Oh. Oder Paki. Paka. Pug. Pack. Pack. Tupac. Krank. Tupaka. Paka. Tupaka. Tupaco. Tupaco. Ist es eine Paka oder Paco? Ich würde sagen Paco. Nee, nicht Paco. Paco, doch Paco. Nein. Das ist Paco. Tupaka. Es ist Tupaka. Du bist getauft. Ich verstehe gar nichts. Ist es dir Furz egal? Ja, ey, bitte. Ich verstehe gar nicht, muss ich jetzt noch ein Rätsel lösen oder was? Hier ist ein Lama hier. Was soll ich damit? Wie spontan? Ich bin sehr spontan. Hey. Wie spontan bist du, Aldi? Richtig spontan. Okay, ja, dann inspizier das Tupaco. Und guck dir mich so an. Alter, das war doch zu, Digga. Wie spontan bist du heute nach 2 Uhr Koffer gepackt für 2 Wochen? Machst du Spaß, Digga? Wie? Nein, wir fliegen heute Nacht nach Thailand. Wie? Wir fahren heute Nacht los. Es ist alles gebucht. Ich hab deine Haare. Ich hab ein paar Dings, ne? Ich hab das alles abgesagt. Das ist alles verschoben. Heute Nacht. Ich muss überlegen. Also, ja, ich bin spontan, ne? Aber sehr spontan. Heute? Also heute Nacht, nachdem wir mit meinem Dad essen waren, hast du so ungefähr 1-2 Stunden zum Packen und dann müssen wir schon los nach Frankfurt. Fahren über die Nacht. Mach doch keinen Scheiß. Ja, ich schwör's dir. Ja, wirklich 2 Wochen. Wie lange? 2 Wochen, 2,5. Bis zu unserem Einzug quasi. Mal sehen, was Alpaco hier sagt. Ablacher. Alter, das ist geisteskrank, ne? Ja, natürlich. Also ich bin spontan. Let's go. Oder was? Es ist alles gebucht. Es ist alles ready. Ich habe meinen Koffer auch schon gepackt. Du musst es auf jeden Fall noch tun wahrscheinlich. Wo hast du deinen Koffer gepackt? Ich habe den extra oben wieder auf den Schrank hingetan, damit du das nicht merkst. Boah. Nehmen wir Tupaca mit? Ich hab das ja gar nicht... Gar keinen Fall. Wir müssen hier aufpassen, dass alles glatt läuft. Kommst du klar? Ich habe alles gebucht. Ich bin sprachlos. Warte kurz. Meine Termine? Habe ich verschoben. Ich weiß nicht, vielleicht hast du irgendwelche Termine, die du nicht eingetragen hast. Wir ziehen um und so, Digga. Wie soll das jetzt gehen? 2 Wochen? Ja. Also geil. Let's go. Ja, komm, Alter. Scheiß drauf, Digga. Ja, jetzt geht's los. Ich kann das T-Shirt zurückgeben, weil da öffnet sich, löst sich hinten eine Naht und das ist so minderwertige Qualität. Das haben wir doch in Bangkok gekauft. Ja, kannst du gerne machen. Kannst du morgen direkt abgeben. Zurück aus Bangkok. Ja, das ist Bangkok. Das habe ich mir eben gerade noch gedacht. Und morgen kann auf jeden Fall auch niemand vorbeikommen für das Sofa. Die nächsten 2 Wochen nicht. We go in Thailand again! Ich finde das so krass, ne? Scheiße, Alter, wie krass. Aber hast du schon alles gebucht? Es ist alles gebucht. Bis auf 2 Nächte, die müssen wir dann noch buchen. Aber sonst ist alles gebucht. Ich habe die komplette Reiseroute schon bestimmt und so. Das ist so krass, Mann. Hast du Bock? Ja! Ey, es hat so gut geklappt. Aldi war einfach sprachlos. Er wusste nicht so richtig, wohin. Und dieser Tag war noch richtig stressig, aber auch schön. Es war ja mein Geburtstag. Und diese ganze Reise von Hildesheim über Frankfurt nach Thailand haben wir auf jeden Fall auch mitgefilmt. Und das Ganze wird als Video nochmal auf dem Vlog-Kanal kommen. Kim from the Vlog ist auch unten in der Infobox verlinkt. Abonniert auf jeden Fall schon mal diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Und da wird dann auf jeden Fall Donnerstag um 18.30 Uhr die Fortsetzung kommen. Und ich habe ja auch schon am Anfang gesagt, dass ich Leute suche, die Bock haben, auch bei Wie spontan bist du mitzumachen. Wenn dir jetzt gerade jemand einfällt, den du testen möchtest auf Spontanität, dann schreib mir auf jeden Fall
jeden Fall auf Instagram @kimcaramella. Schreib mir deine Idee, ein Reiseziel und eine Challenge für die Person, weil das Ganze besteht ja immer aus Reiseort und aus Challenge. Es muss kein Reiseort sein, es kann auch irgendwie etwas anderes Schönes sein. Lass deiner Kreativität freien Lauf und schreib mir auf jeden Fall auf Instagram und dann werden wir das zusammen machen. Wir werden das planen, ich werde natürlich die Kosten übernehmen. Das wird geil, das wird richtig Hammer. Ich habe richtig Bock, das mit euch, mit der Community zu machen, deswegen ja. Ey, falls euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst natürlich einen Like und abonniert diesen Kanal und sendet es an Freunde weiter und muah. Donnerstag 18.30 Uhr auf dem Vlog-Kanal, Fortsetzung von diesem Video hier. Wir sehen uns hier auf jeden Fall nächste Woche, Sonntag pünktlich 18.30 Uhr wieder, aus Thailand dann auch. Wir drehen da auch auf jeden Fall ein geiles Video. Wir sehen uns nächste Woche. Peace, haut rein. Muah.